Sie nennen ihre Einsätze Friedensmission. Aber am Ende hatte ich herausgefunden und verstanden, dass Krieg ihre eigentliche Mission ist. Weil das einfach nicht wahr ist mit der demografischen Situation und auch dem Klimawandel. Es ist ein Fake. Die Agenda des Deep State, wenn ich das so sagen darf, ist die Bevölkerung zu kontrollieren und vor allem in den letzten 2 Jahren die Seele der Menschen zu kontrollieren. Die Sklaverei ist stärker als jemals zuvor. Diese Ideologie, sich politisch korrekt zu verhalten, zerstört die Welt. Willkommen bei Klare Sicht. Heute haben wir das Glück, einen sehr interessanten Gast bei uns zu begrüßen, der viele Jahre lang im sogenannten Deep State gearbeitet hat. Wie manche von euch wissen, bin ich gebürtige Rumänin und verfolge natürlich auch internationale, aber auch rumänische Nachrichten. Auf diesem Weg habe ich Herrn Călin Georgescu über mehrere Jahre verfolgt, denn er bringt eine sehr spannende Biografie mit sich. Er war 17 Jahre bei der UN, den Vereinten Nationen, als hochrangiger Experte für nachhaltige Entwicklung und bei dem Club of Rome Vorstandsvorsitzender des European Support Center tätig. Seit circa einem Jahr hat er sich von diesen Institutionen getrennt und ist kein Mitglied mehr dieser NGOs. Was er dort für Erfahrungen gemacht hat und was ihn dazu bewogen hat, nicht mehr für die UN und den Club of Rome zu arbeiten, wie er sich jetzt fühlt und warum er eine neue Bewegung in Rumänien ins Leben gerufen hat, wird in diesem Gespräch erörtert. Heute haben wir ihn für Infrarot als Gesprächspartner gewinnen können und haben dieses Gespräch auf Englisch geführt und online aufgezeichnet. Ich wünsche euch aufschlussreiche Erkenntnisse aus diesem hochinteressanten Gespräch. Yeah, welcome, Mr. Călin Georgescu. I'm very willkommen, Herr Călin Georgescu. Ich bin sehr froh und es ist mir eine Ehre, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir ein kurzes Gespräch zu führen. Viele werden Sie nicht kennen, da Sie Rumäne sind und Sie die meisten Interviews in Englisch und Rumänisch gegeben haben. Sie sind jemand, der lange Zeit bei den Vereinten Nationen und beim Club of Rome gearbeitet hat. Für mich sind Sie eine sehr interessante Persönlichkeit und dies ist auch der Grund, warum ich mit Ihnen sprechen wollte. Ich habe Sie mehrere Jahre im Netz verfolgt und ich mochte, was Sie sagten, aber gleichzeitig war ich etwas skeptisch, weil ich weiß, dass diese Nichtregierungsorganisationen einen sehr starken Einfluss auf uns Menschen haben. Deswegen würde ich gleich zu Anfang gerne von Ihnen wissen, wie kamen Sie dazu, in das Zentrum des Club of Rome und der UN vorzudringen? Danke erstmal, danke für Ihre freundliche Einladung, danke, dass Sie mich empfangen. Ja, und es gibt wirklich sehr wichtige Fragen, was die momentane Situation anbetrifft. Ich würde gerne mit den Vereinten Nationen beginnen. Manche erinnern sich sicher noch daran, dass die Vereinten Nationen am Anfang League of Nations hießen und später wurde es zur UN umbenannt. Sie hatten sich 1945 gegründet mit dem Ziel, keine Kriege mehr in der Welt zu führen. The reason to build the League of Nations was in the beginning and after that United Nations organization was to don't be any more any war in the world. However, as we know, aber wie wir alle wissen, haben wir Minimum jedes Jahr 20 bis 30 Konflikte auf diesem Planeten und natürlich berichten die Mainstream-Medien von vielen dieser Konflikte. Zum Beispiel in Afghanistan, Iran, Irak, in Somalia, wo ich übrigens damals oft selbst war. In Afghanistan, you remember, in Iran, in Iraq, in Somalia, in which actually I have been, by the way, long time ago, also in Syria, in many. Ich war auch in Syrien und in vielen, vielen anderen Regionen. Auch war ich im letzten Ukraine-Konflikt mit dabei. From my experience, almost 17 years. Also mit anderen Worten, nach über 17 Jahren Erfahrung in der UN, teilweise auch in Rumänien, zum größten Teil war ich eher international tätig, vor allem jedoch in Genf. Natürlich gibt es da ein großes Fragezeichen, wer eigentlich der prinzipielle Führer der UN ist. Also wem dient die UN wirklich?
Denn wenn wir sehen, was gerade passiert, habe ich niemanden in den letzten Wochen von Frieden sprechen hören. Ja, ich habe heute gerade auf meinem Nachrichtenkanal eine Frau aus dem EU-Parlament gepostet, die sich auch darüber beklagt hatte, dass keiner im Moment von Frieden spricht. Vor allem ist es interessant, dass die meisten Präsidenten der größten Länder viele Konflikte und Kriege beginnen und in Waffen, das Militär und die Verteidigung investieren, was übrigens eine totale Dummheit ist. Warum sollte man ins Militär investieren, wenn wir doch alle Frieden brauchen? Und danach bekommen manche auch noch einen Friedensnobelpreis für ihre Taten. Es sieht irgendwie sehr seltsam aus. Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass Konflikte und Krisen im Geiste des Menschen beginnen. Und dort müssten sie auch bleiben und ruhen und nicht aus dem Geist entfliehen und Schaden anrichten. Der menschliche Geist ist ein schwieriger Prozess, weil viele von uns mit dem Kopf denken und nicht mit dem Herzen und der Seele. Und ich denke, es ist schwer zu verstehen, wie wir auf dem so weit entfernten Mond landen konnten und es nicht schaffen, den Weg von 40 Zentimetern von unserem Kopf zu unserem Herzen zu finden. Nun, sie sind nie wieder auf dem Mond gelandet, das ist aber eine andere Frage. Aber ist das der Grund, warum Sie dort angefangen haben? Habe ich Sie da richtig verstanden? Sie wollten etwas auf dieser Welt verändern? Ja, die Vereinten Nationen waren auch für mich eine Art Traum. Ich wurde in Rumänien sehr gut ausgebildet, vor allem von meinem Meister Professor Mircea Maliza. Das war vor circa 20 bis 25 Jahren. Ich hatte begriffen, dass die UN eine fantastische Plattform sein könnte für alle Länder, für den Frieden, um die Entwicklung der Länder voranzutreiben, für das Gemeinwohl der Bevölkerung zu sorgen. Und natürlich muss ich zugeben, dass es viele Gründe dafür gibt, das auch so sagen zu können. Aber wenn man etwas tiefer gräbt, kann man erkennen, dass das Ganze eine Art Geldkuh ist. Und man kann nicht davon ausgehen, dass die UN das Schöne am Leben, die Freiheit und im Allgemeinen das eigene Glück anstrebt, so wie es fast jeder von uns tut. Und um das Glücklichsein ging es in meinen Missionen, in denen ich eingesetzt war, so gut wie nie. Sie nennen ihre Einsätze Friedensmission. Aber am Ende hatte ich herausgefunden und verstanden, dass Krieg ihre eigentliche Mission ist. I understood that I find that there are mission of war. Because for any, denn in jeglicher Mission startest du im Büro mit einer Agenda. Doch wenn du in dem jeweiligen Land ankommst, findest du eine ganz andere Agenda vor. You find another agenda. And everything is strange from this point of view, as well as for the. Aus dieser Sicht scheint alles etwas seltsam zu sein, auch was den Club of Rome anbetrifft, der genauso mit fantastischen Aussichten und Zielen begonnen hatte und sich der Humanität und den natürlichen Ressourcen verschrieben hatte. Und sie waren diejenigen, die verstanden hatten, dass wir nur einen Planeten haben und nicht zwei und dass wir Menschen einsehen müssen, dass es unser Haus ist, unsere Mutter. Mutter Erde sozusagen, die es zu schützen gilt. Mother Earth. And from this objective, because was a lot of influence. Diese Menschen hatten einen sehr großen Einfluss. Diese großartigen Männer und Frauen, die das Hauptgehirn des Club of Rome bildeten, begannen damit voraussehend zu denken und wollten Einfluss auf die Politiker nehmen. So entstand dieser Think Tank, der zu einem der besten Think Tanks der Welt wurde. To influence, in fact, the politicians, they
Leider kamen in den letzten 10 Jahren jedoch immer mehr Politiker als Mitglieder in den Club und begannen damit, die anderen Mitglieder und die internen Entscheidungen zu beeinflussen. Somit begann der Club of Rome allmählich, politisch korrekt zu werden und auch so zu handeln. Und ab dem Moment, wenn man sich politisch korrekt verhält, verliert man komplett die Freiheit und die Objektivität als Mensch, der in Würde und Ehre leben möchte, der ein wunderbares Leben führen will und sich nicht nur den Interessen der Politikern anpassen möchte. To live with dignity, with honor. And with, to make appreciation of the life and not to just to accommodate the interest of the politicians. So can I understand that, kann ich es also so verstehen, dass als Sie Mitglied des Club of Rome wurden und bei der UN anfingen, Ihre Motive hehrer Natur waren und Sie sich für den Frieden einsetzen wollten, aber Sie während Ihrer langjährigen Arbeit in diesen Institutionen erkannten, dass es nicht so leicht für Sie ist, sich politisch korrekt zu verhalten? Oder wie kann ich das verstehen? Correct. Oh, how can I understand that? Yeah, I mean, let's be very clear. Ja, sagen wir es mal ganz klar. Keiner hat ein Interesse daran, den Krieg zu beenden. Wegen des militärisch-industriellen Komplexes? Weil die Wirtschaft auf Krieg basiert. Man zerstört und man baut wieder auf. Aber niemand sagt uns das so. Sie sagen uns das jetzt, weil sie raus sind aus den Vereinten Nationen und dem Club of Rome. Ist das richtig? Nein, so ist es nicht. Während meiner damaligen Position bei der UN, aber auch beim Club of Rome, haben einige meiner Kollegen, die inzwischen diese Institution ebenfalls verlassen haben, und ich, versucht, während unserer Meetings und Konferenzen genau darüber zu sprechen. We discussed during our meetings and our conference about this subject. Ich war also nicht alleine. Okay, es gab nur ein paar einzelne Stimmen, aber die politisch korrekte Mehrheit waren diejenigen, die alles koordinierten. Es war also nicht so leicht, eine andere Meinung dort zu etablieren. Of course, it's not easy to go through. However, wie auch immer, diese Ideologie, sich politisch korrekt zu verhalten, und ich übernehme die volle Verantwortung für meine Worte, diese Ideologie zerstört die Welt. Denn wenn man sich politisch korrekt verhalten will, bedeutet das, eine Agenda zu akzeptieren, die nicht die Agenda der menschlichen Würde ist und nicht den Eigenrespekt und auch nicht den zwischenmenschlichen Respekt beinhaltet und die Mutter Erde auch nicht respektiert. Das passiert leider überall, überall auf der ganzen Welt. Mother Earth. And this was happened everywhere, everywhere around the planet. I have been in Somalia. 1995 war ich in Somalia, 5 Jahre nach dem Desaster. Dort haben sie für ihre Interessen fast 1 Million Menschen umgebracht, Einheimische. Almost 1 million local people. And it's not easy. Es ist nicht leicht, so etwas zu verstehen, vor allem wenn man es nicht mit seinen eigenen Augen gesehen hat, wie ich. Ich habe das von innen beobachtet, wie sich zum Beispiel 2 bis 3 Gruppen der gleichen ethnischen Menschen gegenseitig bekämpfen, während viele Ausländer wie wir sich dort vor Ort aufhalten und in diese sich bekämpfenden Gruppen investieren. Und leider ist es bis heute immer noch so in Somalia. Yes, we hear. Überall, überall gibt es die gleiche Situation. Die Welt dient diesen Jungs, die Profit daraus schlagen. Also lassen Sie es uns mal ganz klar sagen, niemand. Und ich übernehme hierbei wieder die Verantwortung meiner Worte. Niemand. Kein natürlicher Mensch heutzutage will irgendetwas von Krieg hören, richtig? We don't want to know about war, correct? Nobody wants. Niemand will Krieg haben. Einfach niemand. Nur ein verrückter Geist könnte an so etwas denken, gerade wenn wir an Gott glauben und Christen sind. Können wir einfach nicht, und das ist uns nicht einmal erlaubt, an so etwas denken.
Aber leider gibt es solche Wesen und es gibt einige von ihnen und es gibt sie immer noch. This is dangerous, you know, Mr. Georgescu. Das ist gefährlicher, Georgescu, denn in der Geschichte war es immer so, dass wenn jemand viele Anhänger hatte und über Frieden sprach, wie Martin Luther King, Gandhi oder selbst Jesus, der über Frieden sprach, und sie wurden alle verfolgt oder umgebracht. They were all killed or tried to eliminate, to be eliminated. But you said something, you know, Sie sagten vorhin, dass die Idee des Club of Rome vielleicht eine gute Idee gewesen ist. Ich würde Ihnen gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen, denn vielleicht interessiert Sie diese kleine Geschichte. Ich habe eine 74-jährige Freundin und als sie davon gehört hatte, dass ich ein Interview mit Ihnen machen werde und ich vom Club of Rome sprach, erzählte sie mir, dass sie, nachdem sie den Bericht im Jahre 1972 des Club of Rome, Limit of Growth, Grenzen des Wachstums, gelesen hatte, sie Angst bekam, Kinder zu bekommen, weil die Aussichten der darauffolgenden 50 Jahre so düster geschildert wurden, dass sie in ihrem Leben kinderlos geblieben ist. Das hat also weitreichende Folgen, die dieser Bericht bewirkt hat. Ich war sehr überrascht über ihre Entscheidung, da sie damals eine junge Frau war und vielleicht doch Kinder hätte haben wollen, aber dieser Bericht machte ihr so viel Angst, dass sie sich gegen Kinder entschieden hatte. Heutzutage sieht man auch immer mehr junge Frauen auf Demonstrationen, die Schilder hochhalten, auf denen steht, ich setze keine Kinder in diese Welt oder Kinder sind nicht gut für den Klimawandel. Und gerade der Club of Rome ist der Motor, der die Debatte um den Klimawandel angekurbelt hat. Sehen Sie, manchmal wollen Menschen Gutes tun und am Ende kommt Schlechtes dabei heraus. Yeah, I'm really sorry for your friend because this is not true. Ja, es tut mir wirklich um Ihre Freundin leid, weil das einfach nicht wahr ist mit der demografischen Situation und auch dem Klimawandel. Es ist ein Fake. Sie sagen jetzt, das wäre ein Fake, aber für den Club of Rome war es das Thema. Das war auch der Hauptgrund, warum ich gegangen bin. Natürlich haben einige Kollegen und ich schon versucht, die Linie zu ändern. Natürlich war der Bericht Limit of Growth dazu gedacht, den Menschen klarzumachen, dass sie nicht endlos die natürlichen Ressourcen ausbeuten können. Und weil es eine große Diskrepanz zwischen den Reichen und den Armen gibt. And particularly because it's a huge difference and discrepancy between the rich and the poor. And particularly because each hour, und weil jede Stunde seit 25 bis 30 Jahren, in jeder Stunde, auch in dieser Stunde, während wir gerade sprechen, sterben etwa 100 Kinder auf diesem Planeten. Und jede Stunde werden 100 Millionen Dollar in Waffen investiert. Jede Stunde. They die in 100 million dollars that are invested for weapons. Each hour. So, let me very clear. Also, lassen Sie mich noch mal klar sagen. Wir benötigen die Sprache von Jesus. Und wenn wir überleben wollen, sollten wir nicht die Sprache der Politiker benutzen. If we want to survive. It's impossible. Now we get a spiritual. Werden wir jetzt spiritueller? Dazu habe ich eine Frage, denn wir sind gerade in einer Art spirituellen Krieg zwischen der Menschheit und dem Transhumanismus. Die Menschen auf der einen Seite wollen menschlich bleiben, die anderen, die Transhumanisten, sagen, nein, wir müssen den Menschen perfektionieren. Das ist auch ein Problem, das wir im Moment sehen können. Wo wollen wir als Menschheit hin? Ist das auch ein Grund, warum Sie sich entschieden haben, aus diesen Strukturen auszusteigen, um die Menschheit nicht weiterhin nur zu benutzen? Ja, eine sehr gute Aussage als Frage formuliert. Ich hätte da noch zwei Dinge anzumerken, bevor wir über den globalen Krieg und die Souveränität diskutieren. Nummer eins, die Globalisierung braucht keine souveränen Staaten mehr. Und zweitens, weil aufgrund des momentanen, total chaotischen Zustandes wir erkennen sollten, dass alles passiert, weil Gott einen Plan für uns hat. And based on this situation, which is absolutely a chaos around, my strongly thinking is that
We want to see that, first of all, to understand that everything it's happened because the God has a plan. Und mein starker Glaube sagt mir, dass Gott es nicht zulassen wird, dass das, was hier passiert, durchgezogen wird. Und ich denke, wir haben eine wirklich große Chance für eine große Veränderung. Our chance for a big shift after 2000 years. Nach über 2000 Jahren nach Jesus Christus. Denn was er sagte, passiert heute. Und natürlich wählen wir permanent nicht Jesus. Wir Menschen wählen ständig Barabbas, nur ihn. Und das seit 2000 Jahren. We vote as human being permanently Barabbas. For almost 2000 years, we are voting just him. If I am looking to United Nations leaders, und wenn ich mir die Anführer der Vereinten Nationen anschaue, wenn man sie überhaupt so nennen kann, eher könnte man sie Menschen mit Macht nennen, die so exakt und perfekt ausgesucht sind, die zu 100% politisch korrekt sind und keinerlei eigenen Bewegungen machen und keine Rechte und Meinungen haben dürfen. Und diese Menschen wiederum bestimmen über andere Menschen, dass sie auch keine eigenen oder anderen Meinungen haben dürfen. People below don't have any opinion. And I want to mention the key of this situation. Und ich will den Schlüssel dieser Situation erklären. Der wahre Schlüssel dieser Situation ist das Schulsystem. Weil in dem Moment, als sie sich entschieden hatten, Jesus Christus zu kreuzigen, dachten sie, so wie wir heute denken, ist er es oder kommt ein anderer? Wie können wir die Menschen kontrollieren? Nun, es geht doch immer nur um die Kontrolle der Menschen, oder? Ja, ja. Und sie fanden eine Möglichkeit. Wir bauen eine Schule. Und durch die Erziehung kontrollieren sie so gut wie jeden. Weil die Kinder noch pur sind und unschuldig und Liebe zum Leben mitbringen und man sie dort nach Erwachsenenstandard ausbildet. Left the school as an adult standard. Ich sage immer, dieses System ist so limitierend, absolut limitierend. Man sollte nicht limitieren. Für mich als Künstlerin ist das der reinste Horror, denn Künstler denken immer, sie seien frei. Da gibt es keine Grenzen und man kann alles versuchen, aber man wird immer wieder limitiert in dieser Gesellschaft. Auch in der Gesellschaft will man nicht, dass du weise bist. Denn es ist gegen die Investition, die die Gesellschaft in dich gesteckt hat. Deswegen wollen sie nicht, dass du weise bist. Sie brauchen dich nur, damit du gehorchst und die Regeln und die Agenda respektierst und dich politisch korrekt verhältst. Respect the agenda, to be politically correct. Otherwise, if you are free, you are rebel. Ansonsten, wenn du frei bist, bist du ein Rebell und du stellst dann Fragen. Das ist gefährlich. Die Gesellschaft, von der wir glauben, dass wir diese Gesellschaft selbst bilden, ist eigentlich keine. Denn die Gesellschaft wird durch Machtmenschen geformt, um aus dir einen Sklaven zu machen und damit du die Regeln befolgst. To respect the rules and to be slave. This slavery. Die Sklaverei ist stärker als jemals zuvor. Wir erinnern uns noch an die Sklaverei von Dakar. Dakar war das Tor zur Sklaverei und ist heutzutage sozusagen fast überall. Der Hafen von Dakar ist jetzt überall ein Ort für die Sklaverei, um alle zu kontrollieren. It's a place of the slavery in order to dictate that we control everybody. And I'm telling you the solution. Und jetzt sage ich Ihnen die Lösung. Es sind keine Konferenzen, auch keine Reden oder irgendein Buch oder Medien und Zeitungen. Any book or any, okay, could be useful, but it's not the solution. Or any other, whatever, newspaper or media.
The only solution die einzige Lösung ist die innere, individuelle Revolution. Alles hängt davon ab, was du selbst machst. Und man kann sehen, wie die Medien alles koordinieren. Ein sehr ausgeklüngelter Prozess, um ihr Ziel zu erreichen. Coordinate very, very smart all this process in order to arrive to the point. And I'm thinking, und manchmal denke ich, wie würden wir wohl ohne Medien leben? Ich denke, es wäre viel besser ohne Medien. Denn anstelle den Geist zu koordinieren, koordiniert man die Informationen. Und sehr häufig höre ich von meinen Bekannten und auch auf der Straße, woher weißt du das? Und sie antworten, aus dem Fernsehen. Also alle beziehen sich auf die Infos aus dem Fernsehen und den Medien. So everybody is related to the TV. Okay, but your heart. Okay, aber dein Herz und deine Seele und die Bücher von den weisesten und bekanntesten Schriftstellern wie Victor Hugo, Roosevelt, Tolstoi und vielen anderen großartigen Menschen wird nicht erwähnt. Und die Menschen schauen sich einfach alles weiterhin im Fernsehen an. And the people, they are looking just to the TV. Just to the TV. And for this reason, of course, we are today here. Und deswegen sind wir heute und hier Sklaven unserer selbst. Weil der Betrug nicht von anderen kommt, sondern weil es Selbstbetrug ist, den man hier begeht. Weil du dich selbst betrügst. Du bist eigentlich gegen dich selbst. Denn du akzeptierst, an dieser Gesellschaft teilzunehmen. That you contribute to the society. You are not contribute to the society. You contribute in order to denigrate yourself. And denigrate your spirit. Du betrügst deine Seele, denn es geht um dein Bewusstsein, dass das Universum beeinflusst. Weil das einzige Ziel, das wir in diesem Leben haben, ist, und ich meine wirklich das einzige, es gibt keine zwei oder drei Ziele. Oh, ich mag ja, was Sie sagen, aber lassen Sie mich das noch kurz zu Ende bringen. Das einzige Ziel im Leben ist, mit unserem Bewusstsein an diesem Universum teilzuhaben und etwas dazu beizutragen. Was sonst denn, wenn du keinerlei Beitrag dazu leisten möchtest, wiederholt sich alles immer wieder im Leben. Ja, ich mag, was Sie sagen, weil es eine gute Idee ist, erstmal einen Innenblick zu machen. Gab es einen bestimmten Grund, dass Sie gesagt haben, dass Sie Ihre wirkliche Arbeit beim Club of Rome und der UN nicht ausführen können? Gab es da etwas, das Ihnen das Gefühl gab, dass Sie etwas ganz Falsches machten oder etwas gar nicht richtig war, weil Sie vorhin von Bewusstsein sprachen? Was brachte Sie dazu, eine Veränderung machen zu wollen und wann war das, als Sie gemerkt haben, dass Ihr Bewusstsein sich verändert, obwohl Sie nach wie vor von Menschen umringt waren, die alle eine Rolle spielen, sobald Sie sich in der Öffentlichkeit, in den Massenmedien präsentieren und Sie wirken auf mich sehr menschlich, jetzt zumindest. When they're in the public and you seem to be a very human personality, yeah, now. But what made you feel, or was it? Aber was fühlten Sie, oder anders gefragt, wie lange hatte es gedauert, bis Sie die Veränderung umgesetzt haben? Vielleicht können Sie mir dieses Gefühl näher beschreiben. The reports. Sicher, für mich, das kann ich sagen, war der berühmte Report Grenzen des Wachstums eher ein Grenzen der Würde. Es ist meine Ehre, ein menschliches Wesen zu sein. Ich kann nicht akzeptieren, von anderen oder irgendeiner Agenda getrieben zu werden. Und dadurch, dass ich die internationale Agenda sozusagen von innen kenne, die im Übrigen total anders ist, als sie es den Menschen durch die Medien erzählen, wie zum Beispiel Dinge wie Links- und Rechts-Einteilung und so. Es geht in Wahrheit um etwas ganz anderes. Die Agenda des Deep State, wenn ich das so sagen darf, ist die Bevölkerung zu kontrollieren und vor allem in den letzten zwei Jahren
die Seele der Menschen zu kontrollieren, die komplette Menschheit zu kontrollieren, die mehr oder weniger ausgelöscht werden soll. Wir können es regelrecht sehen, was wir verlieren werden. Wenn wir nicht stabil auf unseren Füßen stehen, werden wir unsere Menschlichkeit verlieren. Und das ist eigentlich deren Ziel, weil die Seele ewig lebt. Wenn sie unsere Seele kontrollieren können, haben sie die Menschen unter Kontrolle. Das alles basiert auf der Gier nach Macht, nicht unbedingt die Gier nach Geld. Ihr Interesse ist die Macht selbst, unsere Macht. Macht ist eine Droge und sie wirkt schneller als jede Droge, die heute existiert. Aus dem Grund ist es ein Drama, was hier passiert. Und ich sage es noch einmal. Jetzt ist eine Chance für eine große Veränderung, wenn wir verstehen, dass unser eigenes Denken und unsere innere Revolution wichtig ist. If we can understand that our thinking is important and our inside revolution. Es ist nötig, innere Arbeit zu leisten, eine innere Revolution zu haben. Denn um Frieden im Äußeren zu generieren, muss man Frieden in sich schaffen. Das ist sehr gut gesagt. Sie haben lange Zeit in Österreich gelebt, wo sich die UN befindet, und auch in der Schweiz. Und letztes Jahr haben Sie sich entschieden, mit Ihrer ganzen Familie zurück nach Rumänien zu ziehen. Warum? First of all, because erstmal möchte ich sagen, dass es eine Art Spirit gibt, der dich einfach glücklich macht, wenn du wieder den Boden unter den Füßen spürst, auf dem du geboren wurdest. Ich möchte zum Glück meiner Landsleute beitragen, und das trägt auch später zum Glück der ganzen Welt bei. Und ich habe gesehen, dass meine Kollegen, meine rumänischen Mitbürger, nicht besonders oft lächeln. Und das brachte mich dazu, meine Entscheidung zu treffen, wieder in mein Land zurückzukehren. Und so viel ich kann, für mein Land und etwas für das Glück meiner Mitbürger zu tun. Denn das ist nur ein Punkt der Veränderung im Sinne meines Landes. Und natürlich gibt es den Spirit, den Geist eines Landes, der sehr wichtig ist, weil das Land und das Eigentum eines Landes ist, was alle von uns, nicht nur die Rumänen, brauchen. Denn wir alle sind von unserem Land abhängig. Wir sind permanent mit dem Geist eines Landes verbunden. Und außerdem ist es auch mein Interesse, über ein neues Wirtschaftsmodell zu sprechen, weil alles, was im Moment passiert, ist nur darauf aus, die Bürger und ihre privaten Besitztümer zu kontrollieren und alles in einer Hand zu konzentrieren. Everything which was happened today in the world is just to control the people, to control the private property and just to concentrate everything. Eine Zentralisierung zu erschaffen, auch wenn wir über Demokratie, Kapitalismus oder Globalisierung sprechen, es geht nur darum, alles in einer Hand zu konzentrieren. Schauen Sie sich zum Beispiel die riesigen Supermärkte an, was auch immer für ein Supermarkt. Nehmen wir mal den Spar, Lidl, Kaufland, da gibt es alles. Im Moment gewiss nicht in Deutschland, wir haben ein Problem mit dem Speiseöl. Das ist wahr, aber dennoch ist jeder von Supermärkten abhängig. Und eines Tages, wenn diese schließen sollten, was werden die Menschen dann wohl tun? Das ist der Grund, warum wir zu einem ursprünglichen, normalen Leben zurückkehren sollten.
Wie unsere großen Väter der Politik, zum Beispiel Thomas Jefferson in den USA, der zu seiner Zeit schon über ein Wirtschaftsmodell nachdachte, das auf einem freien Markt und privatem Eigentum basiert und worin die Menschen alles miteinander koordinieren, zusammenarbeiten und leben können. Die Harmonie ist sehr wichtig, gerade heutzutage. Die Harmonie ist sehr wichtig. To coordinate this together, to work together, to live together. The harmony is very important today. The harmony is very important today, not to against. Look, it's very simple. Schauen Sie, es ist ganz einfach. Wenn es um Frieden geht, warum investiert man denn in Waffen? Sehen Sie, das ist der Grund, warum es keiner stoppen will. Mitunter bin ich aus diesem Grund nach Rumänien zurückgekehrt, um so viel wie möglich zu helfen mit meinen Vorträgen, meinen Beiträgen. Ich habe auch etwas Neues auf die Beine gestellt. Man muss auch sagen, Sie waren ein hochrangiger Experte im Bereich nachhaltige Entwicklung. Ja, nachhaltige Entwicklung ist zwar perfekt als Konzept, wurde aber niemals umgesetzt. Ich habe seit 1992 an den Top-Meetings, Konferenzen und so weiter bis heute teilgenommen. Und alle diese Meetings und Konferenzen, alle enden immer mit demselben Fazit. Wie können wir die Konsultation weiterentwickeln? Und oft enden diese Tage mit einem Gala-Dinner. Dies war meist der einzige Grund für die Konferenzen für nachhaltige Entwicklung. Also, nachhaltige Entwicklung ist perfekt als Konzept. Und hier sieht man deutlich die Manipulation. Und abgesehen davon kann niemand dem widersprechen. Und praktisch wird es in keinem Land umgesetzt. Put into practice this. That doesn't exist in any country. So, this is a problem. Das ist natürlich ein Problem, weil es ein perfektes Konzept ist. Es ist, als ob man zum Beispiel über Liebe redet. Schön. Niemand wird sagen, dass die Liebe nicht okay oder korrekt ist. Oder keiner wird einem widersprechen. Das ist wirklich ein Problem. Ich habe mich lange mit der Agenda 2030 auseinandergesetzt oder Agenda 21, wie auch immer man es nennen möchte. Denn die Agenda 2030 ist sozusagen nur ein Kapitel der Agenda 21 der UN. Ich habe für mich selbst herausgefunden, dass es ein Problem gibt, weil es eine wichtige Frage aufwirft. Es geht um Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung. Denn da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Wenn man sich die Agenda 2030 durchliest, stehen so wunderbare Dinge drin wie saubere Luft für alle, gutes Essen, Gesundheit für alle und so weiter. Wow, das hört sich so gut an, wenn man das liest, wie im Paradies. Aber das wahre Problem ist, und das hatten Sie in diesem Gespräch schon mehrfach erwähnt, es ist dieser Kontrollmechanismus, der für alle gelten soll, der hier eingesetzt werden soll, denn man kann nicht so viele Individuen kontrollieren. Und wir sind jetzt über 7 Milliarden Individuen auf dieser Welt. Ich denke, es ist ein Problem mit unserem System. Ich denke nicht, dass es ein Problem der Menschen ist. Denn das System denkt, wir bräuchten ein System. Nur dann würde es funktionieren. Was sagen Sie zu dem Thema Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung? Sie kontrollieren uns mit unseren eigenen Händen. Somit beteiligen wir uns an unserem eigenen Betrug. Verstehen Sie meinen Standpunkt? Wir beteiligen uns an unserem eigenen Gefängnis. Um aus einem Gefängnis auszubrechen, muss man aber erstmal erkennen, dass man sich in so einem befindet. Und ich kann Ihnen noch mehr sagen. Du bist das eigentliche Gefängnis. Du selbst. Weil die Realität auf unserer Erde ist, dass wir, während wir hier miteinander sprechen, wir 7,8 Milliarden Menschen sind. Und diese Zahl könnte leicht sogar verdoppelt werden, ohne Probleme. No problem. Why not? Warum nicht? Wir haben so viel Landmasse, dass es sogar für 30 Milliarden Menschen ausreichen würde. Der Planet kann uns alles geben, was wir benötigen. Nur eines wird er uns nie geben, die Gier.
Das kann die Erde uns unmöglich geben. We are 7.8. Wir sind 7,8 Milliarden und 48%. Aufpassen! 48% der Weltbevölkerung leben unter dem Minimum von $2 am Tag. Das ist ein echtes Desaster. Überall. So it's a disaster. Everywhere. And as a person, und als Person, die viel in Afrika gearbeitet hat, das übrigens eines der reichsten und schönsten Kontinente der Welt ist, kann ich sagen, dass es unter vollkommener Kontrolle steht, unter kompletter Kontrolle, und hauptsächlich wird es durch die Bildung eingesetzt, genau wie in Europa. Mit der Erziehung kann man jeden kontrollieren, wie ich zuvor gesagt hatte. Everybody. Because, as I told you, the children. Die Kinder kommen als reinste Wesen aus ihrem Elternhaus in die Schule. Nach der Schule kommen sie als standardisierter Erwachsener heraus. Du musst dich an die Gesellschaft anpassen. Sie wiederum ist auch unter kompletter Kontrolle. With a society which you can control totally. So look what's happened 2 years ago when. Schauen Sie, was vor 2 Jahren jedoch passiert ist, mit der Geschichte, die man Covid nennt. Egal, wie auch immer. Das interessiert mich auch gar nicht. Was erstaunlich ist, ist, dass der ganze Planet in einer Minute in die Knie gezwungen wurde. Unmittelbar. Wie konnte das passieren? Well, the WHO has some new rights. Nun, die WHO hat einige neue Regeln. Ich glaube, im Jahre 2018 oder so hatten sie ein neues Paradigma für die Ausrufung einer Pandemie eingeführt. Soweit ich weiß, braucht man 5 Fälle in 5 verschiedenen Ländern und dann können sie eine Pandemie ausrufen. Nun, sie ändern ständig die Regeln und dann denken wir, was ist hier eigentlich los, speziell im Gesundheitssektor. Aber lassen Sie uns bitte zu Ihrer Person zurückkommen, weil Sie ja aus diesen Nichtregierungsorganisationen ausgestiegen sind und sich entschieden haben, eine neue Bewegung zu starten, die sich Wasser, Nahrung und Energie nennt. Das ist das, was mich besonders interessiert, weil wir neue Lösungsansätze benötigen. Wir brauchen selbstbestimmte Lösungen. Über die Lösung spreche ich jetzt. Erstmal habe ich vor 9 Jahren ein Projekt für Rumänien ins Leben gerufen, das sich Wasser, Nahrung und Energie nennt. Daran kann man erkennen, dass das eigentliche Drama im Moment ist, auf das wir alle blicken sollten. Denn ohne Nahrung, ohne Wasser und ohne Energie zu leben, ist ein wirkliches Problem. Die wichtigste Lösung ist für uns alle, aber im Speziellen für Rumänien, dass man alles, was veräußert wurde, wieder ins Land zurückholen muss. Die Menschen sollten sich selbst mit ihren natürlichen Ressourcen verwalten. Niemand hat das Recht, diese Menschen auszubeuten. Es sollten kleine Gemeinschaften gebildet werden, in Selbstverwaltung, nachhaltige Gemeinden, in dem Sinne, dass man alles lokal produziert, ohne Abhängigkeiten von den riesen Supermärkten oder anderen internationalen Ketten zu haben. Wir können alles selbst herstellen. In dem Moment, wenn wir es schaffen, unsere natürlichen Ressourcen selbst zu verwalten. So everything we can do ourselves in the moment when we can administrate ourselves, our natural resources. Exact, this is in Africa. Genauso gilt das auch für Afrika. Die Länder Afrikas sind fast vollständig zerstört, weil andere ihre natürlichen Ressourcen ausplündern und alle schauen einfach dabei zu. Das Gleiche gilt für Rumänien. Und ich bestärke meine Mitbürger, damit sie verstehen, dass wir zu kleinen Gemeinschaften zurückkehren müssen, zu kleinen Kooperativen zwischen Menschen,
um ihre Güter zu teilen, um die Güter unter den Menschen gut zu verteilen, nach dem Modell, das Thomas Jefferson vor langer Zeit eingeführt hatte, um einander zu helfen und miteinander zu kommunizieren. To help each other, to communicate each other, and to if today in one community I produce corn. Wenn in einer Gemeinde zum Beispiel Mais produziert wird und in der anderen zum Beispiel Äpfel, beginnt man zu tauschen. Und das könnte überall so gemacht werden. I start to change. And this is happen everywhere, can be happen. Because the philosophy of the universe. Die Philosophie des Universums ist uns gegenseitig zu lieben. Denn Liebe ist die größte Kraft auf dieser Welt. Ist das der Grund, warum die Politiker und die NGOs nie über die Liebe sprechen? Ja, und ich muss auch zugeben, dass es im Moment wirklich das Zeitalter der Frau ist, um nach vorne zu treten. Und weil es die Zeit der Kreativität ist. Denn nur die Frauen sind in der Lage, das zu tun. Denn die Frau besitzt die Kreativität, nicht der Mann. Und wir müssen anerkennen, dass das Leben hauptsächlich von der Frau kommt. Ihr Instinkt, ihre innere Stimme, ihre Präsenz müssen noch stärker in der Gesellschaft vertreten sein. Weil ihre Wirkkraft diese chaotische Situation und die Gewalt stoppen kann. Chaotic situation, first of all, and particularly this violence. In dem Moment, wenn man sich der Liebe nähert, auch gerade während dieser Gewalt, hat man die stärkste Kraft der Welt. Und das muss anerkannt werden. Und sollte von den Führern und Politikern auch anerkannt werden, wenn sie wirklich Frieden haben wollen und keinen Krieg. Wie auch immer, müssen wir verstehen, dass alles von Gott geplant ist. Nur Gott lässt den Menschen diese Dinge tun. Und das sollte normalerweise nach über 2000 Jahren, wie soll ich sagen, voller Fakes und Lügen, die keinerlei Übereinstimmung haben mit dem, was der eigentliche Sinn des Lebens ist und was wir tatsächlich hier tun. Discrepancies between what is the reason of the life and what we are doing in fact. We don't produce just a small part of. Wir produzieren nicht nur einen kleinen Teil der Zivilisation. Schauen Sie, wie viele Orte es heutzutage auf diesem Planeten gibt, wo Konzerte oder Sportveranstaltungen früher stattfanden. Oder auch Harmonie in der Kommunikation und in den Theatern, in der Philosophie und in den Debatten. Nein, all diese Dinge konzentrieren sich exakt auf das Gefühl der Angst. Da wollen sie uns haben. They control you, the fear. The fear that will be a war. Die Angst, dass es einen Krieg gibt, die Angst, keinen Lohn zu bekommen, die Angst, kein Essen zu haben, die Angst, kein Wasser zu haben. Alle Menschen werden durch dieses Hauptgefühl der Angst kontrolliert. Aber wir brauchen gar keine Angst zu haben, weil Gott uns alle liebt. Doch wir berücksichtigen ihn nicht. Wir machen ihn zu einem Geschäft. In fact, Jesus Christus, and we change him in a business. Absolutely in a business. Exactly the people who kill him. Genauso wie die Menschen, die ihn getötet haben. Und heutzutage promoten sie ihn. Und das ist ein absoluter Fake. Wir müssen in unserem Inneren die Narben, die wir in uns tragen, anerkennen und durch diese Narben uns versuchen zu befreien und Selbstbestimmung und Souveränität leben und es zu fördern und zu erkennen. Wer wir wirklich sind. And sovereignty. We have to promote the sovereignty only if we recognize who we are. But if we don't recognize this, it's. Wenn wir das nicht erkennen, ist es unmöglich, das zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Zukunft zu erreichen. Ich sage es Ihnen,
Wir müssen vor allem diese Art von Politik hinter uns lassen, die uns nur ins Verderben gebracht hat. Sowas brauchen wir nicht. In dem Moment, wenn die Menschheit zu der Entscheidung kommt, in Frieden mit dem Universum leben zu wollen, brauchen wir keine Politiker, keine Parlamente, keine Grenzen, keine Reisepässe etc. Wir werden einfach auf unserem Planeten leben und unser Land respektieren. Das ist alles, was wir anstreben sollten. Sie haben viel Respekt für das eigene Land, für die eigene Nation. Sie behaupten manchmal, dass Sie ein Nationalist wären. Und vielleicht können Sie mir Ihre Definition eines Nationalisten aus Ihrer Sicht geben. Meine Meinung dazu ist, normalerweise sollte es keine Grenzen geben und jeder sollte frei sein auf dieser Welt. Doch weil ich die Agenda inzwischen kenne, würde ich jedem empfehlen, lieber sein Land zu stärken und in seiner Region zu bleiben, denn sie wollen all dies zerstören. Können Sie mir die Definition geben, was Sie unter einem Nationalisten verstehen? In Deutschland ist es so, dass wenn man zugibt, ein Nationalist zu sein, man direkt für einen Nazi gehalten wird. Nun sind Sie ja zurück in Ihr Land gekehrt. Ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Ein Souveränist. Selbstbestimmung ist mein Ziel, nicht Nationalismus. Ich bin kein Nationalist, sondern ein Souveränist. Ah, gut, das hört sich schon viel besser an. Das sollte in der Tat das Hauptanliegen im Leben sein, weil wir über den Frieden reden und der befindet sich in uns Menschen. Und wir berücksichtigen nicht die Selbstbestimmung, sondern wir übernehmen Entscheidungen und Meinungen von außen, die nicht zu uns gehören. Other decision from outside, which is not ours. Mm-hmm. Why? Warum? Weil wir nicht auf unser Herz und unsere Seele hören. Wir hören nur die politisch korrekte Haltung, die uns umgibt und uns zerstört. Das ist der Punkt. And destroy us. This is a point. So for this reason, aus diesem Grund engagiere ich mich komplett für die Selbstbestimmung, ausschließlich dafür. Sehr gut, sehr gut. Jetzt, da wir zum Ende dieses Gespräches kommen, würde ich Sie gerne in circa einem Jahr wieder treffen, um mit Ihnen zu besprechen, was aus dieser Bewegung, das sich das Land unserer Vorfahren nennt, geworden ist. Ich werde den Link zu der Webseite Ihrer Bewegung unter dieses Video stellen, damit Menschen, die eine ähnliche Frequenz wie Sie haben, sich über Ihr Projekt informieren können. Denn vielleicht ergibt sich eine internationale Gemeinschaft, die in Zukunft miteinander arbeiten können. Das wäre doch schön. Ja, in der Tat, das wäre sehr schön und Sie haben recht, was das anbetrifft. Und natürlich geht es mir um die Unabhängigkeit der Menschen, damit sie herausfinden, wer wir eigentlich sind und warum wir auf dieser Welt sind und was unsere wahre Bestimmung ist. Sicher ist es nicht unsere Bestimmung, nur einen Lohn von irgendwelchen Unternehmen zu bekommen und außerhalb der Natur zu leben und nicht zu verstehen, dass wir uns inmitten der Natur befinden, aber leider nicht mit ihr leben. Diese Punkte werden eines Tages gelöst werden. Und ich bin mir sicher, dass wir weiterhin eine wunderbare Entwicklung machen werden, sodass wir besser, produktiver und mit mehr Frieden und Glück leben werden. Vielen Dank. Make a development for our life in a sense to be much better, much productive and with more peace and happiness. Thank you. Thank you very much. Danke, Herr Călin Georgescu aus Rumänien. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja. Dies war unser Gespräch mit Călin Georgescu, einem langjährigen Insider des Club of Rome und der Vereinten Nationen. Bleibt neugierig und bleibt Mensch. Bis zum nächsten Mal.